Ich habe gestern einen Igel beobachtet. Das ist ein klares Tier mit ganz vielen Stacheln. Ich bleib da auch mit der Nase weg, weil das piekst. Und mein Freundin, der hat gesagt, der hat Flöhe. Aber ich kenne so einen klarer Vers von einem Igel. Ich sag den mal auf. Ne? Also, der Hase und der Igel streiten um einen Schokoriegel. Der eine will ihn für die Kinder, der andere Speck für den Winter. Doch überlege, ich esse zu Recht. Schokoladenriegel sind für diese Tiere schlecht. So denk ich mir, ich selbst esse den Riegel und verscheuche den Hasen und den Igel. Der ist klar, der Vers da, ne? Das Problem ist nur, ich hätte ja auch ganz gern so einen Schokoriegel. Schmackofatze, ja. Aber meine Frau Linde sagt, auch für Hunde ist Schokolade schlecht. Ja, und schon wieder dumm gelaufen. Aber gut, ich krieg aber Leckerlis, die für mich gut sind, ja. Die krieg ich, aber Schokoladenriegel krieg ich also nicht, ne? Ich krieg vielleicht ein bisschen Keks und ein bisschen Kuchen. Das krieg ich auch, ja. Damit ich auch mal was Süßes hab. Oh, und Eis! Ja, ich darf Eis schlecken. Obwohl, es gibt ja auch Eis für Hunde. Ja, die sind nicht so süß, ja. Aber ich mag das. Das mag ich. Aber ich hätte auch gerne Schokolade essen. Aber ich krieg's nicht. Also, Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich glaube, heute haben wir Samstag. Also, ein schönes Wochenende. Tschüss, euer Muggli mit die weiße Socke. Katze. Pfötchen.